Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paleo Pines. Wir sind ja eigentlich direkt nach der letzten Aufnahme quasi. Ich bin nur einmal mit dem Ferdinand und der Lucky zurückgelaufen nach Hause. Heute steht definitiv an, dass wir dem lieben Ferdinand ein neues Zuhause bauen, also eine neue Koppel, so nennt man das. Denn der Ferdinand ist Einzelgänger. Das heißt, der braucht ein einzelnes Gehege ganz für sich alleine. Ich habe noch einen Traumstein. Ich muss tatsächlich gerade mal gucken, ob wir überhaupt noch, wie heißt das denn, Pfosten und sowas haben. Ja, wir haben tatsächlich noch ein Tor und wir haben auch noch ein paar Pfosten. Ich weiß noch nicht, ob es reicht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und hier hinten steht ja tatsächlich auch ein Futtertrog schon. Das heißt, ich versuche jetzt einfach mal so weit, wie ich komme, hier vielleicht und mit dem ja, Zaun, der schon vorhanden ist, hier eine Koppel zu bauen. Vielleicht reicht das ja schon. Das wäre schön. Ich weiß aber auch nicht, ob wir die Größenvorgabe schaffen zu erreichen. Ich stehe ein bisschen doof, ne? Denn der Ferdinand braucht 50 Quadratmeter, das ist schon viel, ne? Also wir gucken einfach mal. Ich würde jetzt hier, glaube ich, schon. Ach nee, das geht erst, ja, wenn ich da weitergebaut habe. Okay. Wir probieren das einfach mal aus. Eins lasse ich frei und ich gehe jetzt einfach mal. Okay, da reichen die Pfosten schon nicht. Schade. Vielleicht kaufen wir auch einfach noch mal welche, ne? Ah nee, wobei ich sehe gerade, ich war einfach, glaube ich, zu weit weg, weil ich habe noch vier im Inventar. So, Tor ist drin. Dann gehen wir einmal nach hier hinten und machen hier einfach mal zu. Mit den Vieren, das müsste theoretisch so ganz exakt passen. Ah, da ist was im Weg. Aber so geht's auch, ne? So, dann ist das dazu. Dann habe ich tatsächlich auch noch einen Traumstein im Inventar. Wie ich dann neue Traumsteine kriege, ob ich die wirklich nur finden kann oder ob ich die auch beim Malo machen kann, das muss ich irgendwie nochmal rausfinden, weil ich wollte ja letzte Folge eigentlich irgendwie einen bestellen, aber da stand irgendwie, dass ich schon einen Schlafplatz brauche. Aber der Kristall macht doch eigentlich den Schlafplatz. Oh, Moment, ich muss erstmal hier rein. Schön, dass mir übrigens all meine Dinos als hinterherlaufen. Aber die leveln ja auch so auf, ne? Aber eigentlich lustig, dass man dann auch einfach mehrere bei sich haben kann. Ich lasse ihn mal hier in der Ecke hinten schlafen. Da hat er seine Ruhe. Ich weiß gar nicht, was braucht denn der? Wahrscheinlich Lebensraum Wald, oder? Steht das irgendwo? Ich glaube, das kann ich rausfinden mit meiner Flöte. Ich hole noch gerade das Futter. Das hätte ich eben auch schon mal mitnehmen können. Ne? Habe ich vergessen. Oh, ich habe nur noch so wenig Ausdauer. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht auch aufleveln können. Müsste ja gar nicht viel sein, ne? Aber einfach, dass man die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen mehr Ausdauer zu bekommen. Das wäre echt cool. Aber gut, auf der anderen Seite haben wir halt die Dinos, um die ganzen Arbeiten zu machen, dass wir eigentlich kaum Ausdauer brauchen. Wenn wir denn irgendwann mal so weit sind, ne? Achso, ich muss gleich den Druck auswählen. Genau, das lerne ich auch nicht mehr. So, Fressen ist drin. Jetzt, mein lieber Ferdinand. Habt ihr das süße Geräusch gehört? Folge mir. Guck mal, das ist jetzt hier dein neues Zuhause. Muss ich einfach nur sagen, warte? Hä, muss ich nicht eigentlich sagen, das ist dein Zuhause? Der hat doch jetzt noch keine Koppel, oder? Koppel von Ferdinand. Doch, tatsächlich. Okay. Ja, wunderbar. Er hat eine Koppel, er hat einen Traumstein, er hat Futter und die Koppel ist gereinigt. Dann gucken wir mal gerade nach. Ob. Ach, guck mal, jetzt steht hier auch, wie ich den Holzstamm wegkriege. Ich brauche da so einen Zerstampfer, heißt das, glaube ich. Was kann denn eigentlich der Ferdinand? Steht das auch hier drinne? Sprinter und Gießer. Naja, gut. Auch nicht schlecht, ne? Ich wollte mal gucken, mit dem Journal geht das, glaube ich. Genau, hier steht nämlich bevorzugt ein Waldlebensraum. Jetzt muss ich wieder überlegen. Ich glaube, dann brauche ich einfach irgendwelche Dinge, Pflanzen und so, die für den Wald stehen.
Blümchen, glaube ich, waren es. Das heißt, die müsste ich vielleicht einfach mal in der Stadt besorgen, dass der liebe Ferdinand hier dann auch einfach happy ist, ne? Übrigens, ich habe meinen Apfelbaum gepflanzt bekommen. Ich hatte da ein bisschen Probleme mit, aber es ging einfach mit der Schaufel statt mit der Hacke. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Stadt und gucken mal, was es so für Aufgaben gibt. Ich muss auch immer noch Knoblauch finden. Das heißt, ich würde auch gerne ein bisschen in Dapplewood mal ja, Sachen suchen gehen. Essen würde ich jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weniger mitnehmen oder halt einfach was verkaufen, ne? Weil, ja, ich glaube, da brauche ich gerade nicht so viel. Ich habe ja jetzt erstmal meinen neuen Dino. Den will ich jetzt erstmal glücklich eigentlich machen, bevor ich mir da den nächsten hole. Aber ich nehme einfach mal hier Sachen mit. Ich wollte nämlich schauen, ob ich vielleicht das Unkraut verkaufen kann. Und ich nehme mal Holz mit. Und Moment, ruhig das viele Holz. Und Steine und Fasern. Wo sind sie? Steine. Ja, so viele nicht. Und Fasern. Genau, weil daraus kann man ja auch ganz oft Sachen machen, ne? Herstellen. Gut, und dann habe ich immer noch zwei Inventarplätze frei. Ich glaube, ich lasse auch die Poppins hier. Und dann können wir eigentlich mal losdüsen, ne? Ich schnapp mir jetzt auch einfach die Lucky. Mit der sind wir jetzt gerade eh unterwegs. Auf geht's. So. Boah, es wird einfach schon dunkel, ne? Ich glaube, dann gehen wir einfach jetzt nur in die Stadt und dann zurück und schlafen und legen dann weiter los. Ich muss gestehen, ich habe mal gegoogelt, wie wir unsere Taschen vergrößern können. Denn ich weiß, dass wir das irgendwie gelesen hatten, dass das geht, aber ich einfach nicht weiß, wie es geht. Hier wollte ich mal gerade schauen, ob ich mein Unkraut loswerde. Nö. Dann verkaufe ich einfach mal einige Kartoffeln, damit ich ein bisschen Geld kriege. Ich brauche Geld. Eigentlich kann ich auch alle verkaufen, ne? Weil ich habe zu Hause noch jede Menge Kartoffeln. Oh, hätte ich gleich einfach alle eingeben sollen. Hier, Max, ja. Too late, egal. Die verkaufe ich. Und dann gehe ich nochmal rüber zum Marlo. So. Also, erstmal möchte ich gucken, was kann ich. Ich kann hier nur. Ich kann aber nochmal hier so ein paar Holzzäune auf jeden Fall mitnehmen. Da kaufe ich einfach auch nochmal 20. Ach, guck mal hier. Kamerad-Rabatt. Weil wir befreundet sind, oder was? Ja, nehme ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Tor vielleicht auch mitnehme. Ich glaube, einen Trog habe ich noch, ne? Nee, lasse ich erstmal. Ich wollte wegen diesen speziellen. Oder Moment. Ah, nee. Dem kann ich übrigens auch Holz verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich das nicht noch brauche. Ich wollte jetzt hier nochmal schauen. Also, wenn ich einen Traumstein haben möchte, aber dann steht hier benötigt. Kleiner Schlafteilplatz. Das heißt, ich kann ihn nur wieder rückgängig machen, oder was? Was, wenn ich einfach drück bestellen? Nicht genügend Materialien. Ja, also ich glaube, ich kann die hier einfach nur rückgängig machen, ne? Ach, wie schade. Ich dachte, ich könnte die wirklich richtig kaufen. Dann schaue ich aber mal nach. Was wollte ich noch wissen? Ach so, Sachen, die. Boah, ich könnte mir einen zweiten Brunnen holen. Das wäre auch richtig, richtig gut, weil dann müsste ich nicht immer so weit laufen, ne? Den könnte ich mir leisten, aber ich glaube, nur der große hier ist zum Bewässern, weil der hier diese Rampe hat. Okay, da habe ich nicht genug Steine, das muss ich dann demnächst machen, aber bei Marlo kriege ich doch hier so Blümchen und so. Jetzt ist nur die Frage, was war denn hier? Kleine Talblume. Mittlere Talblume, Stamm mit Blumen. Ja, was ist denn jetzt für Wald? Vielleicht dieser Stamm, ne? Da brauche ich aber Trüffel für. Okay, hier auch. Gibt's sonst noch was? Ich muss ja auch noch irgendwie mehr, oder? Ich weiß halt nicht, ob so ein Baumstumpf vielleicht auch geht. Aber da brauche ich Waldholz. Okay, das habe ich alles tatsächlich noch nicht. Das, ja, ist jetzt ein bisschen uncool.
Weil ich habe ja natürlich den Dino jetzt schon. Der ist dann halt einfach nicht so happy mit seinem Lebensraum, leider. Ja, kann ich gerade leider nicht ändern, Tatsache. Dann ist das leider so. Können wir nichts machen. Die Urani ist gerade nicht da. Aber wir können noch mal hoch zum Pippin. Denn ich hätte gerne auch den letzten Poppin noch freigeschalten, wenn ich schon mal da bin. Ja. Was? Heute ist Backtag? Ja, gut, kann ich irgendwie gerade nicht. Ah, guck mal, er nimmt mein Unkraut. Ha, jawohl. Und wenn es nur 49 ist, ist egal. Das ist doch schön. Habe ich da noch mal ein bisschen Geld verdient und ich habe wieder ein bisschen Platz zu Hause frei. In meiner Lagerkiste. Ah, okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Na gut. Dann düsen wir mal nach Hause und ich hoffe, dass die Urani morgen wieder da ist. Es kann übrigens auch sein, dass, nee, ich wollte gerade sagen, ne, weil bald ist nämlich auch hier das Picknick steht bald an. Das hätte auch sein können, dass das morgen schon ist. Na gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen, gucken mal, ob wir in der Stadt weiter. Dann werden wir einfach mal ein bisschen Dapplewood erforschen. Ich räume jetzt aber tatsächlich wie immer auch noch so ein bisschen hier weiter auf, damit ja, die Dinos einfach auch weiter, wie sagt man denn, leveln. Und die Lucky ist halt einfach schon bald Level 12, also 350 Punkte, das ist schon echt Hammer. Ich hoffe ja auch, dass die Flora als weiter aufsteigt, weil die ist ja unser Sprinter. Mit der bin ich eigentlich echt gerne unterwegs, weil die super schnell ist. Aber gut, die haben wir halt noch nicht so lange wie die Lucky, ne? Und ich habe das Gefühl, oder nee, ich glaube, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass die Dinos viel schneller leveln, wenn sie ihre Aufgabe erledigen, als wenn man einfach mit ihnen durch die Gegend läuft oder durch die Gegend sprintet. Und bei der Flora war halt jetzt auch schon oft, dass ich sie gar nicht als Gießer benutzen konnte. Weil, ja jetzt auch nicht, ne? Weil, ja, es geregnet hat. Ich habe aber mit ihr schon gegossen, habe ich gerade gesehen. Und den Alfred war ich mit ihm auch schon, mit dem bin ich auch schon durch. Okay, gut. Dann, ich schnapp mir aber tatsächlich noch mal ganz flott meine Gießkanne. Denn ich habe den Apfelbaum noch nicht gegossen. Und ich glaube, dass ich den auch gießen muss. Macht jetzt aber gerade mit der Flora keinen Sinn, weil die braucht immer so ewig, wenn die Wasser ja, im Mund hat, damit irgendwie voranzulaufen. Ich glaube, da bin ich jetzt gerade mal zu Fuß einfach ein bisschen schneller unterwegs. Oh nein. Ja gut, ich kann den Apfelbaum gerade nicht gießen, weil ich habe keine Ausdauer. Das war jetzt richtig gut. Ja, dann müssen wir wohl doch die Flora nehmen, ne? Auf geht's. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir da hinten ankommen. Wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Und deswegen, ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne auch meinen Garten demnächst noch größer machen. Und ich hätte aber tatsächlich auch ganz gerne eine Wasserstelle noch näher am Garten, dass man nicht immer den weiten Weg hat, weil man dann einfach schneller ist. So, mal gucken, ob ich hier überhaupt gießen kann. Nö. Auch gut. Ja, den Apfelbaum muss man nicht gießen. good to know. Das war jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Aber gut. Ach, guck mal, wir tätscheln mal hier unseren süßen Megalosaurus noch. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Der soll sich ja hier wohlfühlen bei uns, ne? Wo bist denn du? Schlaf gut, Ferdinand. Es war mir eine Freude. Schön, dass du hierher gekommen bist. Also, aber ob der Schlafplatz zu klein oder zu groß ist, kann ich, glaube ich, nicht sehen im Moment. Naja, wir schlafen mal. So, ein neuer Tag beginnt. Und es regnet mal wie immer gefühlt. um den Garten kümmere ich mich später. Ich will jetzt erstmal los. Nehme ich die Lucky oder nehme ich. Nee, dann nehme ich nämlich heute die Flora, wo es regnet, weil ich mit ihr nichts machen kann. Dann kann die noch mal ein bisschen leveln, vielleicht.
Aber ich glaube, die wird heute die Strecke nicht durchhalten. Gut, erster Zwischenstopp ist einmal Peple Plaza. Drückt mir die Daumen. Nee, die Orani ist leider immer noch nicht da. Na gut, dann gehe ich nur kurz zum Pippin hoch und hoffe, dass er heute noch mal neue Poppins hat. Ich weiß nicht, wie lange man da warten muss, ne? Scheinbar noch länger. Na gut. Boah, dann war es das hier schon. Alles Klärchen. Ah, ich könnte aber noch mal beim Koalan. Das ist vielleicht nicht schlecht. Ich brauche, glaube ich, noch mal ein bisschen hier Fleischfresserfutter für unseren Megalosaurus. So. Wunderbar. Dann auf nach Deppelwood, ne? Ich glaube nämlich, wir haben in Deppelwood ganz viel noch nicht entdeckt und gesehen. Und ich meine, ich müsste ja eigentlich auch mal irgendwie noch mal mehr Traumsteine finden, ne? Ich habe jetzt nur noch einen einzigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon gewesen sein soll mit Traumsteinen. Denn ich will ja noch ganz, 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 ganz viele Dinos haben. Deswegen, ich hoffe, dass ich vielleicht auch in Deppelwood noch den ein oder anderen Traumstein finde. Ach, oh, guckt mal. Kann ich die Pilze aufsammeln oder sind die Deko? Nee, die sind nur Deko, ne? Schade. Die glitzern nicht, ne? Schade, schade. Oh, guckt mal, hier ist auch noch mal ein Teich. Vielleicht ist hier nämlich der Hut vom Marlo, ne? Weil es hieß ja am Ver... am Heimlichen? Nee, wie sagt man denn? Halt an irgendwelchen Teichen. Und ich dachte, mein Teich in Deppelwood, weil ich nicht wusste, dass hier auch noch einer ist. Aber vielleicht haben wir auch Glück und es ist hier. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal wieder einen Traumstein gefunden. Ja, kein Platz im Inventar. Dann muss ich irgendwas rausschmeißen. Ich schmeiß mal das Holz weg. Da habe ich so viel von. Ich hätte eben mal mein Inventar zu Hause leeren müssen, ne? Ja. Naja. Der Hut passt jetzt eigentlich auch nicht mehr rein. Und was ist das? Kenne ich die schon? Ah, eine Tama-Blume. Okay. Gut, wusste ich nicht, dass ich die schon mal hatte. Aber, wir haben noch mal was gefunden. Bruchstück einer uralten Tafel. Noch ein Puzzleteil. Und, oh, ein Apfelbaum. Okay, den haben wir schon, weil wir den auf dem eigenen Grundstück haben. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich auch Bäume hier irgendwie, wie sagt man denn, katalogisieren kann. Amethyst dachte ich eigentlich, dass ich den schon gehabt hätte, aber gut, scheinbar nicht. Hier noch was eintragen? Ich glaube nicht. Ich steig mal wieder auf. Aber ich finde, das war doch schon mal erfolgreich, ne? Einmal hier mit dem Traumstein. Das war ja auch so ein bisschen noch Teil meiner Mission heute hier. Aber ich will auch mal gucken, ob wir vielleicht noch mal ein paar neue Dinos entdecken oder irgendwelche anderen Dinge. Und ich brauche nämlich auch unbedingt ja so einen, der so Holz kaputt machen kann, so ein Dino. Deswegen wollte ich einfach noch mal ein bisschen heute hier auf Erkundungstour gehen. Gucken, was uns so über den Weg läuft. Da ist auf jeden Fall ein Traumstein. Das heißt, so einer so von so wilden Dinos. Das heißt, da können wir mal runter. Hier ist auch wieder dieser Amethyst. Aber warum? Besonderheit der Natur entdeckt. Ja, aber den, also, warum passiert denn da nichts? Weißt du? Ich habe es ja eingetragen und es passiert einfach nichts. Komisch. Komisch, komisch. Was ist hier? Ach, guckt mal, nochmal so ein Bruchstück. Ob es da dann auch irgendwann eine Quest oder so zugibt? Oder ob das einfach nur so Sammelutensilien sind? Zu das wohl gehört. Ja. Keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht ist ja auch die Story, dass wir irgendwie die Parasaurolophus zurückholen müssen.
und finden durch diese Sachen raus, wo die hin sind. Guck mal, deshalb habe ich die Dinos nicht gesehen. Ist ja ganz, ganz klein. Oh, ist der süß. Der kleine Mini-Bub. Aber vielleicht kenne ich den tatsächlich schon. Oh, guck mal, der ist ja auch goldig. Das sind nochmal andere, oder? Die haben die Flügel? Oh, die sind ja super süß. Habe ich was zu füttern dabei? Ja, ne? Ich brauche eigentlich so einen noch. Ich weiß zwar nicht, ob ich den noch unterkriege, aber den da hätte ich gerne. Wo ist er hin? Da. Nee. Nee, du bist der Falsche. Geh weg. Den will ich haben. Hallo, Süßer. Oh, ist der nicht goldig? Ach, du ist der Kleine. Der ist ja winzig. Der passt ja auf meine Hand. Jawohl. Okay, was haben wir denn Schönes dabei? Ich hätte im Angebot, probiere ich erstmal hier Klee. Erdig und saftig. Ach so, aber ich habe keine Poppins dabei. Ah, das war jetzt dumm, ne? Ich habe keine Poppins dabei. Aber ich kann schon mal rausfinden, was er mag, vielleicht. Wenn ich ihn nicht überreize, ne? Also Lauch mochte er schon mal definitiv nicht. Ich beruhige ihn jetzt nochmal. So, Lauch mochte er nicht. Oder hatte ich. Nee, Klee habe ich probiert. Also erdig und saftig mag er nicht. Ich kann jetzt nochmal aromatisch austesten. Gucken, was er dazu sagt. Oh, ist der süß. Der ist so süß. Mag er auch nicht. Okay. Ah, ist ein Mikroraptor. Okay. Und ich hätte noch Schaf im Angebot. Dann hört es leider auf. Was fehlt da noch? Knackig und. Oh, guck mal, Schafmarker. Ja, sehr cool. Aber ich habe nichts dabei. Ich werde ihn aber wenigstens noch in mein Journal eintragen, dass ich fürs nächste Mal weiß, wenn ich losziehe, dass ich mir den holen kann und einen scharfen Poppeln einpacken muss. Und was ja auch ganz cool ist, jetzt habe ich einfach einen weiteren Dino in meinem Journal, ne? Das heißt, ich kann mir die ja eigentlich auch einfach immer die quasi zum Schlafen bringen und mir schon mal eintragen. Ja, die Dinos eintragen, damit, wenn ich dann das nächste Mal hier wieder auf Tour gehe, ich einfach die Infos drin habe. Ich muss ja auch nicht jeden füttern, erstmal, um das rauszufinden, was die so fressen wollen. Weil ich weiß ja gar nicht, ob ich jeden holen will, weil ich werde wahrscheinlich nicht jeden holen können, weil ich einfach nicht genug Platz habe. Aber ja. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal neue Stachelbeeren. So Sträucher mit so Beeren hätte ich ja auch irgendwie gerne noch irgendwann für unsere Farm. Das müsste der Allosaurus sein, ne? Der war hier auf jeden Fall am See, am Teich. Ah, den Hut von Marlo habe ich irgendwie auch immer noch nicht gefunden. Weder eben am See noch hier. Weiß nicht, wo der sein soll. Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um, dass ich nichts übersehe. Das Problem ist immer, dass ich mich hier nicht so orientieren kann. Da oben ist auf jeden Fall noch so ein Amethyst. Ob ich die auch irgendwie dann nochmal später für andere Dinos brauche? Wie komme ich denn da hoch? Ich kann einmal jetzt hier so rumlaufen und gucken, wo ein Zugang ist. Da sind auf jeden Fall. Die werde ich zumindest immer in mein Journal auf jeden Fall eintragen. Ich habe jetzt nicht vor, hier ein ewig langes Gemache zu machen, aber wenigstens mal in mein Journal hätte ich euch gerne. Schlaf gut, kleiner Süßer. Ach, ist so süß mit den Pünktis, ne? Sieht aus wie Sternchen am Rücken. Den Vuerosaurus. Den hat, weiß ich noch, die Agami doch damals in irgendeinem Sprichwort benutzt, als wir angekommen sind. Da dachte ich noch, wie sollen die denn aussehen? Aber die sehen richtig süß aus. Vor allen Dingen, ich glaube fast, dass dieser Lilane ein ganz besonderer ist, weil der andere hat nicht diese Punkte auf dem Rücken, ne? Das müsste eigentlich ja auch stehen, wenn wir jetzt hier vor ihm sind. Nö, ist gewöhnlich. Okay, und er?
Aber man kann ja auch gucken, ne? Ob was die so sind. Der ist verschreckt von mir. Okay. Na gut, dann ziehen wir mal weiter. Ich wollte eigentlich irgendwo hier hoch, ne? Zu diesen Amethysten nochmal. Jetzt weiß ich leider schon nicht mehr, wo der war. Weil ich ein bisschen die Orientierung verloren habe. Oha, guckt mal. Der hat jetzt nochmal eine ganz andere Farbe. Was ist das jetzt? Ein Weisheitsquarz. Kriege ich eigentlich hier irgendwie auch mal Infos dazu? Ich weiß gar nicht, wo finde ich denn das hier, ne? Ach, guckt mal. Ich muss wahrscheinlich alle finden. Und wenn ich alle gefunden habe, mal gucken, was dann passiert, ne? Teil einer Statue, Tonfragment, Bruchstück. Oh, Bruchstück einer Tafel, das sind aber viele. Aber so Amethysten oder so könnte man ja vielleicht irgendwie schaffen. Aber das wird viel Arbeit in Anspruch nehmen, das weiß ich jetzt schon. Die alle zu finden. Was gibt's hier? Kraut. Das habe ich sogar schon mal gepflückt. Na gut. Ja, wie cool. Das Problem ist halt, wenn man sich auch nicht merkt, welche man schon alle in sein Journal eingetragen hat, dann, ja, weiß man nicht, wo man, also wisst ihr, was ich meine? Weiß man nicht, wo man schon war. Oha. Die sehen aber auch krass aus. Die sind aber richtig heftig, sehen die heute aus hier. Aber das sind auch noch mal andere, ne? Guck mal, was die für komische Flügelchen außen noch mal an sich dran haben. Hallo, ich möchte dich in mein Journal eintragen. Vielleicht wollen wir auch irgendwann befreundet sein. Zeigt mir erstmal hier die kalte Schulter, oder was? Ein Kentrosaurus. Ich frage mich auch tatsächlich echt, ob es auch T-Rexe gibt, ne? Oh, ich habe was entdeckt. Ein neuer Traumstein. Ob die vielleicht immer in der Nähe von Dino zu Hause sind? Überlege gerade, wo ich die anderen Traumsteine alle gefunden hatte. Oh, ich bin gerade zurückgelaufen, weil ich dachte, ich hätte eine Kiste entdeckt, aber es war nur ein Baumstumpf. Na gut. Geht's da hinten vielleicht noch weiter? Weil ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Kann natürlich auch sein, dass wir irgendwo an einen Punkt kommen, wo wir nicht weiterkommen. Wo wir dann einfach auch wieder Special Dino erstmal ranholen müssen. Also zum Beispiel den Alfred. Ich frage mich auch, ob es vielleicht auch Zertrümmerer gibt. Also die Felsen oder so kaputt machen können, die ein bisschen schneller laufen als der Alfred. Der kann ja nicht sprinten, der ist halt so super langsam. Sondern mal ein Teil einer Statue. Es läuft heute hier mit Entdecken, ich sag's euch. Ich laufe mal weiter am Fluss entlang. Kann man auch darüber gucken, aber ich glaube fast, ist da Map-Ende? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube auch, hier geht's nicht mehr weiter, oder? Oder, na gut, hier drüben waren wir halt noch nicht, ne? Wir können ja eigentlich mal hier rüberlaufen, dass wir jetzt hier so ein bisschen so und dann darüber gehen. Und da hinten ist auch noch irgendwo eine Insel, aber da weiß ich nicht, ob man darüber kommt. Ich kann gerade gar nicht so viel mit der Flora tatsächlich sprinten, weil ich versuche, dass ich hier nichts verpasse, ne? Dass ich nichts übersehe. Gucken, ob ich den schon hatte. Den habe ich schon, ne? Ich gucke nur noch mal gerade von der anderen Seite, aber ich glaube, nee, den habe ich. Okay, schade. Aber macht nichts. Dann geht's hier oben weiter. Bisschen auch mal hier abseits der Wege laufen, um zu gucken, ob man vielleicht was verpasst. Hier sind noch mal Dinos. Hier sind auch gleich zwei verschiedene, oder? Zumindest sind hier. Oder kann ich den großen Traumstein einsammeln? Nee, ne? Nee, das sind zwei. Das müssen zwei verschiedene sein. Die trage ich auch mal eben ein. Ein
Oh, weia, wie spricht man das denn aus? Ein Deinonychus. Okay, ist gewöhnlich. Farbe Kaffee. Ja, er hat mich tatsächlich auch an Kaffee erinnert. Muss ich tatsächlich sagen. Ich kann ja jetzt mal hier meine Theorie überprüfen und gucken, ob das stimmt, dass immer in der Nähe von Dino zu Hause auch Traumsteine sind. Wobei, die werde ich mir gerade auch mal eben hier eintragen, ne? Mal hier alles mitnehmen, wenn ich hier einmal auf Forschungsmission quasi bin. Das ging jetzt flott. Das war irgendwie ein einfacher Ruf. Das merkt man dann gleich, ne? Ich schläfe alle Dinos ein. Ein Oviraptor. Alle bringe ich hier zum Langweilen. Okay, weil das ist ja den ihr zu Hause. Guckt mal, hier ist auf jeden Fall mal wieder irgend so ein Bruchstück. Also krass, ne? Bisher habe ich da, glaube ich, vielleicht eins oder kaum was gehabt. Und jetzt diesmal gleich so viele. Da drüben ist übrigens die Insel, von der ich sprach. Aber ich glaube, da ist tatsächlich nichts drauf. Flora, komm mal her. Ich wollte auch mal gucken, wie viele Dinos habe ich denn jetzt? Ich wollte gerade nämlich sagen, ich habe nämlich schon ganz schön viele aus Dapplewood, ne? Ja, fast die Hälfte, glaube ich. Noch nicht ganz die Hälfte. Also es gibt auf jeden Fall noch ganz viel zu entdecken. Gucken, was hier noch so kommt. Guck hier nochmal gerade, ob hier irgendwo sich ein Traumsteinchen versteckt, aber ich sehe tatsächlich keinen. Nope. Huch, hier kommt man wieder nicht runter. Dann gehen wir mal über die Brücke. Also ich glaube, ich war hier noch nicht. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Ich habe halt noch nicht so eine große Erkundungstour hier gemacht. Im Veridan Village. Nee, Veridan Valley. das habe ich immer mal ein bisschen so erkundet, ne? Auch einmal mit unten dem Canyon und so. Aber hier war ich noch nicht so viel. Wobei die Dinos kommen mir sehr bekannt vor. Was gibt's hier? Haselnüsse oder was? Kann ich nicht aufsammeln. Kann ich den Bu Baum, den Buch, den Baum eintragen? Kann ich irgendwie auch nicht. Komisch. Na gut. Dann. Boah, die sehen richtig hübsch aus. Oh, ich möchte die eigentlich mitnehmen, aber ich habe keine Poppins dabei. Die haben so eine wunderschöne Farbe. Ich hätte einen, oh doch, einen erdigen Poppin hätte ich im Angebot. Naja, ich glaube nicht, dass die erdige wollen, aber ich kann es ja mal austesten, ne? Juhu. Ah, da kenne ich auch schon den Freundesruf hier. Mit denen habe ich schon mal gesprochen. Also ich war doch schon mal über der Brücke. Gibt's ja nicht. Ach, ich weiß gar nicht, weiß ich schon, was die wollen? Also erdig hätte ich ja im Angebot. Dann probiere ich einfach mal den Lauch. Den Lauch mag er. Mag er auch den Klee? Oh nein, jetzt habe ich ihn überreizt. Upsi. Er mag auch den Klee. Das heißt, er mag erdige Poppins. Weil das haben ja Klee und Dingens gemeinsam. Oh, warum kann ich ihn nicht füttern? Warum kann ich ihn nicht füttern? Warum nicht? Achso, ich muss anfreunden drücken. Oh, Leute, Leute, jetzt hätte ich es fast verkackt. Aber die sind so hübsch, oder? Den musste ich jetzt einfach mitnehmen. Ich konnte nicht widerstehen. Was sagt ihr zu diesem wunderschönen Stegosaurus? Ist er nicht hübsch? Oh, ich liebe die Farben. Die Farbkombi vor allen Dingen. Also, ich würde sagen, das ist definitiv ein Mädchen, oder? Pink-gelb? Hallo? Okay, boah, wunderbar. Ich dachte jetzt schon, es ist schiefgelaufen. Wie nennen wir denn die süße, kleine, große Stego-Frau? wie wäre es denn mit Holly? Ich bin für Holly.
Ach, guck mal, so schnell geht's, ne? Da geht man eigentlich nur auf Erkundungstour. Ich hatte wirklich nicht vor, mir einen Dino mitzunehmen. So überhaupt gar nicht. Aber es ist passiert. Und ich glaube, das passiert wahrscheinlich noch öfters, ne? Ich glaube, wenn ich noch mehr Poppins dabei gehabt hätte, oh weia, das wäre, glaube ich, nicht gut ausgegangen. Kommen wir hier durch? Nee. Ob ich so Büsche vielleicht wegmachen kann mit Zerschneider-Dinos oder wofür ich die halt. Ich weiß noch nicht, wofür ich Zerschneider brauche. Ach, ich bin schon hier unten, ne? Kann ich denn da links irgendwie noch hoch? Das wollte ich nochmal checken. Also hier komme ich nicht durch. Kann nochmal gucken, ob hier vielleicht. Aha, Traumstein gefunden. Genau, ich hatte gehofft, dass hier vielleicht irgendwas versteckt ist. Ach, das ist ein großer Traumstein. Jetzt muss ich irgendwas rausschmeißen. Vor allem einen großen, ne? Ich weiß noch nicht so genau, für welche Dinos ich große und für welche kleine brauche. Wahrscheinlich brauche ich für große Dinos große Traumsteine und für kleine kleine, aber nur eine Vermutung, ne? Ich brauche auf jeden Fall so einen der Stampfer heißen die, glaube ich, um da durchzukommen. Und ich glaube fast, dass ich sonst hier nicht rankomme, ne? Weil hier ist auch zu. Da ist auf jeden Fall so ein weiterer Amethyst zum Eintragen. Ja, sonst komme ich da nicht durch. Also das muss ich mir definitiv merken, dass hier ich nochmal mit so einem Zerstampfer los muss, den ich nicht habe. Alles klar. Aber ich würde jetzt an der Stelle die Folge mal wieder beenden. Ich bringe jetzt hier noch unsere Holly nach Hause. Wenn es dir gefallen hat, gerne wieder ein Däumchen und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao, eure Auriako.